Das ist Chili con Carne. Eine so einfache Suppe. Und wie lecker die aussieht. Und ich darf euch eines verraten, die schmeckt auch noch. Wie das funktioniert nach Großmutters Rezept, seht ihr in diesem Video. So, ihr Lieben, für unsere Chili con Carne nach Art unserer Großmutter, nach der Art meiner Großmutter, brauchen wir erstmal verschiedene Dinge. So, wir haben zuallererst mal 500 Gramm bestes Rinderhackfleisch. Wir haben zwei schöne Chilischoten dabei. Dann haben wir hier Paprikapulver. Hier ist ein bisschen Kreuzkümmel, das ist ein halber Teelöffel. Wir haben Knoblauch, das sind vier kleine Zehen. Wir haben eine Zimtstange, wir haben zwei kleine Zwiebeln. Wir haben zwei kleine Dosen rote Bohnen und zwei kleine Dosen von den geschälten Tomaten. Außerdem haben wir noch ein bisschen Tomatenmark vorbereitet und etwas mehr als 200 Milliliter Gemüsebrühe. So, in unseren heißen Topf geben wir jetzt zum Öl unser Rindfleisch und braten das erstmal an. In vielen Rezepten lese ich immer wieder mit Zwiebeln und Knoblauch anfangen. Aber es erschließt sich mir eigentlich überhaupt gar nicht, weil ich möchte gerne beim Rindfleisch, möchte ich ein paar Röststoffe haben. Was ich aber nicht will, ist, dass mir Knoblauch und Zwiebeln verbrennen. Deswegen mein Tipp, ich fange immer mit dem Fleisch an. Das brate ich erstmal schön krümelig an. So, unser Hackfleisch, unser Rinderhack, bekommt so langsam Farbe. In unserem Topf. Es wird krümelig. Unseren Topfboden müssen wir natürlich so ein bisschen bearbeiten. Mit unserem Holzlöffel können wir da ein bisschen kratzen, dass es da nicht zu dunkel wird. Und wir braten es weiter krümelig an. Unser Hackfleisch wird schon richtig trocken. Man hört es auch, es knistert. Carmen, wenn du noch mal eben hineinschaust. Ich habe mir beim Anbraten so viel Mühe gegeben. Schaut mal, der Topfboden. Der hat zwar so ein bisschen Farbe, aber der ist um Gottes Willen ist der nicht angebrannt. So darf es aussehen. Immer schön auch in den Ecken ein bisschen kratzen. Die Feuchtigkeit vom Fleisch nutzen, damit der Topf nicht ganz so dunkel wird. Bisschen Farbe wollen wir ja haben, aber er darf natürlich nicht schwarz werden. Noch einen ganz kleinen Moment und dann geht's weiter. So, schaut mal, wie schön krümelig das geworden ist. Unser Fleisch ist angebraten, man hört es auch. Jetzt haben wir nur noch Hitze drin, da ist kein Wasser mehr. Keine Feuchtigkeit. Und da geben wir jetzt mal schön Tomatenmark dazu. Das sind jetzt drei gehäufte Teelöffel oder anderthalb Esslöffel, ganz wie ihr wollt. Das geben wir da jetzt drauf und braten das Tomatenmark auch kurz mit an. Weil das soll uns ja Farbe und Geschmack bringen. Das Tomatenmark ist auch angeröstet. Ich lösche jetzt das erste Mal mit meiner Gemüsebrühe ein wenig ab, sodass ich die Röststoffe vom Topfboden wieder freikoche. So haben wir es beim Gulasch gemacht, beim Wildgulasch, beim Ungarisch-Gulasch ist es immer wieder dasselbe. Und ihr könnt jetzt schon erkennen, wir kriegen eine schöne Farbe, alleine durch das Ablöschen. Glasieren, deglasieren, ganz alte Schule. Also, der Topfboden muss wieder sauber und das Ganze machen wir ein bis zweimal, sodass wir schön Platz haben für neue Röststoffe und die Röststoffe, die da waren, gelöst haben. So sieht das doch schon richtig gut aus. Noch einmal das Ganze und dann sind wir so gut wie fertig. So, schaut mal, es ist immer noch derselbe Topf. Wir bekommen Farbe, es knistert, Tomatenmark ist angeschwitzt, angebraten und der Topfboden ist sauber. Das nenne ich rühren und so ein bisschen sich um den Topf kümmern. Ganz, ganz wichtig. An dieser Stelle schwitzen wir jetzt schon mal Kreuzkümmel und Paprika mit an. Unser Paprikapulver will ja immer ein bisschen Wärme haben und unseren Kreuzkümmel, den wollen wir jetzt mit anschwitzen. Das darf nicht verbrennen, aber einmal so ein bisschen an die ätherischen Öle heran, das ist schon toll. Oh, Carmen, riechst du das, wie das hier duftet? Oh, das riecht total lecker und ich habe noch nicht wirklich was gegessen, wie immer. Ja, du hast ja immer Hunger. So, und da, Carmen kann gleich so bleiben, geben wir jetzt Knoblauch und die Zwiebeln dazu. Und lassen das alles schön mit anschwitzen. Oh, weißt du, dass ich das
gerne mal zu Silvester gegessen habe, wenn man sowas getrunken hat. Also, ich glaube, eine Chili con Carne schmeckt, glaube ich, zu jeder Gelegenheit. So, Knoblauch und Zwiebeln schwitzen wir ebenfalls mit an. Höchste Zeit, dass wir die Chilis klein schneiden. So, unsere beiden Chilis, die geben wir da jetzt mit Kernen hinein, weil die Kerne bringen uns noch eine schöne Schärfe. Und ich finde, eine Chili con Carne ohne Schärfe, das ist nichts. So, und jetzt schneiden wir das einfach nur in kleine Ringe. Nur klein schneiden. Und die Kerne dürfen da, wie gesagt, gerne mit rein. Kleiner Tipp von mir am Rande. Ihr hört, dass das jetzt mit dem Schneiden relativ gut geht, weil ich habe die Chilischote umgedreht. Ich will euch das mal zeigen, und das dürft ihr euch mal anhören, wie sich das anhört, wenn sie mit der Fleischseite nach unten liegt. Dann ist das immer, naja, nun, hört man, das ist deutlich lauter. Quietschiger, finde ich. Das ist so ein Knackgeräusch zu Anfang. Und wenn ich das umdrehe, Achtung, ist das Knackgeräusch weg. Also das Messer hört man natürlich immer noch. Ich drehe es nochmal zurück. Knack, 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 knack. Also, es ist deutlich einfacher, eine Paprikaschote oder eine Chilischote von dieser Seite zu schneiden. Hautseite nach unten, weil dann hat das Messer es ein bisschen leichter, durch die relativ stabile Haut durchzukommen. Nur so runterschneiden und dann hacken wir die Chilis gleich noch ein bisschen durch. Und auch die Kerne, damit sich die Schärfe ein bisschen besser verteilt. So, wenn ich das alles so vorbereitet habe, nehme ich mein großes Lieblingsmesser, mein Gemüsemesser und hack das Ganze noch ein bisschen durch. Ich habe das auch schon mal in einem Video gezeigt. Viele fangen jetzt automatisch an und machen diesen Wiegeschritt. Dafür ist das Messer aber gar nicht gebaut, sondern wir fassen es nur hier vorne an, legen da so ein bisschen Gewicht drauf und dann kann man kurze, harte Schläge, dann wippt das Messer praktisch von ganz alleine. So, schaut mal, die Zwiebeln sind richtig schön glasig geworden und da ist nichts verbrannt. Genau so soll es sein. Zwar ein bisschen Farbe im Topf, aber keine verbrannten Geschichten. So, und da kommen jetzt unsere beiden Chilis samt Kernen hinein. Und jetzt wird aus der Carne eine Chili con Carne. So, da sind sie drinnen. Auch die wollen ein bisschen Wärme haben. Einmal anschwitzen, nicht gleich auffüllen, weil auch dort wollen wir an die ätherischen Öle heran. Ist das passiert, geben wir jetzt unsere Dosentomaten dazu. So. Damit können wir den Topfboden jetzt noch ein letztes Mal so ein bisschen ablöschen. Und mir läuft das Wasser im Munde zusammen. Und unsere restliche Gemüsebrühe hinein. Und jetzt haben wir ja schon einen Eintopf-ähnlichen Charakter. Das Ganze würzen wir jetzt mit unserer Zimtstange. Die kommt da nur hinein, die lassen wir jetzt mit kochen. Und was wir ja noch gar nicht haben, ist Salz und Pfeffer. Kräftige Prise Salz. Bitte nicht vergessen, wir haben jetzt ein halbes Kilo Fleisch plus Tomaten und wir geben nachher auch noch die Bohnen dazu. Die haben ja auch überhaupt gar nichts an Geschmack. Deswegen dürfen wir das jetzt kräftig würzen oder salzen und jetzt auch noch frisch gemahlenen Pfeffer dazu. Schärfe haben wir ja eigentlich genug, aber der Pfeffer bringt uns noch eine zweite Schärfenote mit dazu. Und das Ganze lassen wir jetzt erst einmal 45 Minuten auf kleiner Flamme vor sich hin köcheln. Ganz, ganz langsam. Eine Dreiviertelstunde ist rum und wie wir finden, sieht es schon geradezu verführerisch aus. Hier, unser Stückchen Treibholz, unsere Zimtstange. Na, die soll da schön drinnen bleiben, die soll ihren Geschmack abgeben. Und dazu geben wir jetzt diese beiden kleinen Dosen von unseren roten Kidneybohnen. Und die geben wir immer zum Schluss hinein, weil die dürfen uns ja nicht verkochen. Aber ein bisschen ansiemen sollen sie schon. Nochmal 20 Minuten ganz langsam vor sich hin köcheln und wir haben eine Chili con Carne. Gesamtkochzeit 1 Stunde und 20 Minuten und schaut euch diese nette Sämigkeit an. So, jetzt wollen wir sie mal probieren. Eine wunderbare Schärfe. Sie hat diese Süße der Bohnen, die wir erwarten.
Sie hat diese leichte Säure der Tomaten, die hat diesen leichten Knoblauchgeschmack und natürlich das Fleisch. Da kommt jetzt noch ein Klacks Creme Fraiche oder Frischkäse, wie immer ihr wollt, obendrauf. Dazu ein schönes frisch gebackenes Brot. Ich würde ja noch gerne ein Bier dazu trinken, aber das könnt ihr euch selbst überlegen, was ihr gerne zu eurer Chili con Carne habt. Darf ich jetzt auch mal probieren? Einmal von hier hinten, bitte. Gib mir mal einen Löffel. Ein wunderbares Gericht. Gib mir mal einen Löffel hier von hier hinten einfach nur. Nee, bitte hier. Ein Löffel von hier hinten? Ja, ich möchte einfach mal probieren. Ich habe so einen Hunger. Warte. Ja, Carmen ist schon wieder fressneidisch. Und was sagst du? Ich meine, das ist jetzt schön. Es ist schön, dass unsere Leute sie auch mal, dass sie dich nicht sehen. Oh, Michael, können wir jetzt einfach abdrehen? Ich möchte gerne was essen. Ich habe wirklich Hunger. Du hast schon wieder Hunger. Ja. Oh, das schmeckt aber so geil. Ja, es ist eine ganz einfache Suppe. Und wie ihr ja wisst, solche Eintöpfe schmecken natürlich am allerbesten am nächsten Tag, wenn man sie nochmal wieder warm macht. Übrigens, neulich hat jemand gesagt, von wegen Kalle, du bist mit dem Löffel wieder in deine Suppe reingegangen. Ja, ist ja auch meine, die esse ich ja auch selber. Würde ich ja niemals tun, wenn ich Gäste habe. Klugscheißer. Also, ihr Lieben da draußen, was wir uns immer alles anhören müssen. Also, wir haben euch lieb, wir finden das toll, wie ihr uns unterstützt. Wir haben ein neues Rezept für euch, vielleicht für die verrückte Zeit jetzt rund um Silvester. Oder zu jeder privaten Feier. Chili con Carne geht doch eigentlich immer. Weitere Rezepte werden eingeblendet. Und über einen Daumen hoch würden wir uns sehr, sehr freuen. Über ein Abo noch viel mehr. Wir sagen Dankeschön, wir haben euch lieb. Bis zum nächsten Rezept. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss, ich hab euch auch lieb. Ich muss jetzt was essen gehen. Ja, genau.